Hallo ihr Lieben, ich hoffe euch geht's alle gut. Ich bin mal wieder auf dem Weg nach Magdeburg. Ich muss ja immer einmal im Monat zu meinem Arzt wegen meinem Asthma und ja, Medikamente sowieso. Ja, gestern war ja Halloween. Ihr habt nur ein Shorty von mir gesehen. Ich habe ein längeres Video hochgeladen auf meinem Kanal Setz My Life. Das war vorher der Kanal Michael Hürte-Fan. Ich habe das jetzt umfirmiert und Setz My Life gefällt mir einfach besser, weil es wirklich vieles aus meinem Leben war. Es war am Anfang mal so, dass viel von Michael Hürte war oder aus dem TV und ja, den hatten sie mir dann entmonetarisiert, den Kanal. Und ja, jetzt ist es einfach nur noch dies und das aus meinem Leben. Ansonsten war ich ja bei der Darmspiegelung, hat auch soweit alles geklappt. Jetzt kommen noch ein paar weitere Untersuchungen. Deswegen muss ich heute auch zum Arzt, habe meinen Befund dabei. Ist nur ein vorläufiger Befund. Ja, mal gucken, wie es weitergeht. Automäßig ist soweit alles in Ordnung. Ich habe ja die Rückfahrkamera. Mein Schwiegersohn hat ja schon Draht verlegt. Das Problem ist hinten bei mir die Rücktür da, die hintere Tür, die ist genietet und mein Schwiegersohn seine Nietenzange ist kaputt gegangen. Jetzt haben wir erstmal eine bestellt, beziehungsweise ich, und hoffe, dass die gut funktioniert. Und ja, dann können wir dann den Rest machen mit meiner Rückfahrkamera. Ist für mich eigentlich ein bisschen Spielerei. Ich habe meinen T4 jetzt schon seit 4 Jahren, also wir gehen jetzt ins 5. Jahr rein und hat immer geklappt. Toi, toi, toi. Ich sehe ja nichts. Ich muss ja wirklich nur nach beide Spiegel gucken, rechts und links. Hinten ist ja alle zu. Deswegen ist der Spiegel, den ich hier vorne drin habe, auch eigentlich ziemlich unnütz. Aber naja, es ist wie es ist. Jetzt fängt so eine Dolle an zu regnen. Na, herzlichen Glückwunsch. Aber haben sie ja angesagt. Was soll's, ist das Wetter halt. Ja, so großartige Planung haben wir erstmal nicht, weil ich muss noch mal in eine Werkstatt, meine Standheizung oder mein Zuheizer, der geht nach 5 Minuten aus und dann ist ein Pfeifton und dann ist vorbei. Woran es liegt, keine Ahnung, muss unbedingt nochmal in eine Werkstatt. Ja, ansonsten, Halloween, wie gesagt, war gestern sehr schön. Das war für meine Enkeltochter das erste Mal so ein Umzug. Und für mich auch, also ich kannte das nicht, als meine Kinder klein waren, da gab es das nicht. Ja, die gab es in Amerika, aber nicht bei uns, also nie. Aber ich finde es wirklich gut. Meine Tochter, die, ja, die mag das und die mag sowieso diese ganze Spinnen, Gedöns und Hexen und da passt Halloween zu ihr. Und ja, es wird mehr, also wir haben ja schon unser Haus geschmückt gehabt. Aber das wird garantiert nächstes Jahr noch mehr. Wir haben uns so viele tolle Ideen geholt. Gestern bei dem Umzug. Ich habe ja, wie gesagt, auch das Video gemacht. Habe halt mit der Augen geklaut, wie man das so macht. Macht man ja beim T4-Ausbau oder beim Promo-Ausbau oder Ben-Ausbau, klaut man ja auch mit der Augen. Was einem gefällt, versucht man dann nachzumachen. Und ja, ansonsten, ja, wie gesagt, die kalte Jahreszeit ist ja nichts für mich. Wisst ihr ja. Wer mich kennt, der weiß, normalerweise würde ich mich schon bald einigeln wollen. Aber mal gucken, was die Zeit noch so bringt. Nächste Woche haben wir 4 Geburtstage. Oder nächste, übernächste Woche. Wir sind ja alle 4 Skorpione. Das heißt, der Kanal, also mein Schwiegersohn hat ja den Kanal Wenn Live Nadja und Marcel oder Marcel und Nadja. Das sind ja 2 Skorpione. Meine Enkeltochter ist Skorpion und ich bin Skorpion. Das wird immer ganz lustig, weil einzeln feiern ist nicht. Ich werde sowieso erst 59, da brauche ich gar nicht feiern. Ich hasse sowieso Geburtstag feiern. Ja, ansonsten gucken wir mal. Der Herbst hat uns voll im Griff, auch in meinem Garten. Wir haben gerade mein Kaninchen gefüttert. Mittlerweile habe ich noch 2 Katzen dazu bekommen, die da leben. Die wir auch noch mit füttern. Und ich gehe mal davon aus, dass jetzt so bald noch ein Igel dazu kommt und so weiter und so fort. Also wir sind wirklich hier, was sagt mein Schwiegersohn, immer Peterstation.
seht ja, was das Wetter. Was macht ihr noch so Schönes? Wie ist eure Planung? Ich freue mich für alle, die wirklich bei dem Wetter gen Süden bleiben können, da ein halbes Jahr und noch länger oder ein Vierteljahr und noch länger. Sehr real. Ich beneide diejenigen. Bei mir geht es leider nicht, also leider ist relativ. Aber ich habe mich halt wirklich entschieden, Oma zu sein. Und Oma bedeutet, wenn die Kinder arbeiten, dass Oma dann früh morgens aufsteht, die Kleine in den Kindergarten bringt und so weiter und so fort. Sie wird ja älter und irgendwann ist dann sicherlich Oma anders. Aber sie wird jetzt erst 4. Das heißt, Oma hat noch ein bisschen Zeit, bis sie denn wirklich mal irgendwie länger abhauen kann. Aber wie heißt es so schön? Wozu sind Träume da? Aus Träumen soll man Ziele machen, ne? Und ja, irgendwann dann. Gut, es ist wie es ist. Das war jetzt so meine Tagesansprache für euch. Und ich wünsche euch auf alle Fälle einen schönen Tag, eine schöne Restwoche. Und ja, schreib mir einfach mal in den Kommentaren, ob du überhaupt eine Halloween-Fan bist oder gar nicht. Oder ist es für dich, hat es diesen kirchlichen Aspekt, darf man ja auch nicht vergessen. Und ja, ansonsten, wie gesagt, grüße ich einfach mal von hier ein paar Leute. Ich grüße mal Vagabunden, die Camper. Dann grüße ich mal, ich kenne so viele mittlerweile, Travel and Hike oder irgendwo weltweit. Dann natürlich mein Schwiegersohn, den Kanal Vanlife, Marcel und Nadja. Und ja, es gibt so viele tolle Kanäle. Ich habe jetzt gestern wieder ihn kennengelernt. Ich dachte, mein Gott, so ein toller Kanal. Und wichtig ist, was ich immer ganz dolle wichtig finde, ist halt einfach, dass man sich auch mal unterstützt gegenseitig und auch mal ein paar Abos da lässt, weil ja, wir leben ja immer von den Abos und wir freuen uns über die Abos und jeder weiß, dass erst ab 1000 Abos wird es wirklich interessant bei YouTube. Wie gesagt, ich habe was ehemals Michael hörte, war, ich war schon mal monetarisiert, ich weiß, wie interessant es werden kann. Und deswegen ist natürlich das immer ein Ziel, die 1000 Abonnenten. Ja, ansonsten wünsche ich... Achso, wart ihr denn alle in die Pilze? Ich habe vorgestern einen riesen Korb Pilze geschenkt bekommen. Also ich brauchte nicht in die Pilze gehen. Mit Maronen, Steinpilze, Birkenpilze habe ich dann abgewählt. Ein paar habe ich eingefroren. Und gestern gab es bei mir dann so eine Dose Büchsengulasch, die haben wir bei Aldi gekauft für 3,49 €, war aber sehr lecker, muss ich dazu sagen. Und dann schön Kartoffeln dazu und Pilze rein. Oh, das war mega lecker. Das war mega lecker. So viel zur Pilzzeit. Ui, gerade überholt worden von Kraftmittel, Kraftstoffmittel-Alarm da. Naja, wollen wir hoffen, dass alles gut ist. Nun gut, das soll es aber jetzt gewesen sein. Wie gesagt, nochmal, habt einen schönen Tag. Fahrt alle schön vorsichtig. Und wir hören uns bis zum nächsten Video. Eure Heike von T4 Liebe. Tschüss.